Von ganz oben schaut die Spielvereinigung Unterhaching dem nächsten Heimspiel entgegen. Der Tabellenführer der Regionalliga Bayern wartet auf die zweite Mannschaft des FC Augsburg, die als Zwölfter sich zur Abstiegszone absichern muss. Wir freuen uns auch riesig auf das Spiel. Wir haben schon mitbekommen, dass auf der Osttribüne viele Kinder sein werden. Das ist natürlich für uns auch nochmal ein Highlight und auch das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Das wahre Stadtderby-Gefühl wird es im Spiel zwischen Türkgücü München und den Amateuren des FC Bayern geben. Beide Mannschaften trennen nur 2 Punkte. Es wird das erste Spiel von Holger Seitz als Nachfolger von Martin De Michelis als neuem Trainer des FC Bayern 2. Ist natürlich eine interessante Phase für uns intern jetzt mit dem Trainerwechsel. Auch wenn ich sage, es wird sich nicht viel verändern, meiner Meinung nach. Ich bin echt guter Dinge. Die Jungs haben einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht. Wir freuen uns auf das Spiel am Samstag. Wird, denke ich, auch ein schweres Spiel. Dennoch ist unser Ziel dann wieder die 3 Punkte. Raus aus dem Keller will der SV Heimstetten. Die Rot-Weißen erleben eine Seuchensaison und sind bei Viktoria Aschaffenburg klarer Außenseiter. Wir müssen jetzt schauen, dass wir einfach in der Rückrunde und vor allem jetzt noch in den Spielen vor der Winterpause die ein oder anderen Punkte holen, damit wir dann nach der Winterpause einfach noch die realistische Chance haben, gegen den Nichtabstieg die weiteren Punkte zu holen. Bis zur Winterpause in der Regionalliga Bayern sind es noch 3 Spieltage.